Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine neue Manga-Review und zwar zu Furnutane Plus. Das ist, ja, wenn man so sagen will, die Fortsetzung zu Furnutane, einem Manga, den ich hier bereits schon vorgestellt habe. Furnutane Plus erschien 2007 im Shukan Shonen Champion und ist auch von Nakayama Masaki. Und Fortsetzung, ja, in dem Sinne, wie man halt so eine Horror-Short-Story-Collection-Reihe fortsetzen kann. Denn auch Furnutane Plus besteht aus kurzen Horrorgeschichten. Und kurz ist hier wirklich, ja, wirklich kurz. Die Kapitel sind nie länger als zwischen 3 bis 6, vielleicht manchmal 7 Seiten. Das ist also wirklich gleich geblieben. Und es gibt an sich auch keinen wirklichen großen Unterschied zum Vorgänger. Ist eine kurze, in sich abgeschlossene Geschichte. Der größte Unterschied zum Vorgänger ist, naja, das Format, denn Furnutane Plus erscheint in einem deutlich kleineren Format, also im typischen Taschenbuchformat. Das ist so groß wie als Beispiel ein Jump-Manga. Das ist aber auch wirklich der einzige wirkliche Unterschied. Wobei einige Geschichten in Furnutane Plus sind nicht länger von der Seitenanzahl, aber haben mehrere Kapitel. Sie bauen also ein bisschen aufeinander auf. Allerdings weiß Gott nicht alle. Also wer jetzt sich hier irgendwie eine lange Story über 4 Bände erhofft, liegt hier vollkommen falsch. Es gibt ein paar Geschichten, die hängen zusammen. Da passiert was, dann geht es 2 Kapitel später weiter. Aber es ist keine durchgehende Story. Wir haben vielleicht mal eine Story, die über 3 oder 4 Kapitel geht. Man darf aber auch nicht vergessen, durch die Kürze der Kapitel hat dieser Manga in nur 4 Bänden über 100 Kapitel. Und ich glaube, ich muss ja nicht sagen, dass die Bände jetzt auch allesamt nicht sonderlich dick sind. Also auch hier zeigt es nochmal wirklich, wie kurz die Storys sind. Und selbst die Storys, welche wie gesagt ein bisschen zusammenhängen, sind halt an sich kurz und ergeben vielleicht dann mal die Länge von einem normalen Manga-Kapitel, wie man es aus anderen Manga kennt. Also von daher kein roter Faden. Und man muss auch wirklich sagen, viele der Geschichten sind wirklich immer noch Einzelgeschichten, die für sich alleine stehen, die, wie gesagt, aber wirklich nur über 3 oder 6 Seiten gehen. Das ist eine Sache, die mag man oder die mag man nicht. Furnutane ist jetzt auch kein extrem gore-lastiger Manga. Ja, es gibt ein paar blutige Szenen, aber die sind wirklich sehr, sehr wenig. Dafür gibt es wirklich diese unheimliche Atmosphäre. Viel ist auf urbanen Legenden und viel ist dieses, ja, wie soll man das am besten beschreiben? So ein Unwohlfinden, weil es irgendwie so Sachen sind, die, ja, wie gesagt, man sieht in der Nacht irgendwie eine Straßenlampe, also so eine Lanterne vom Weiten und denkt, oh, das, die sieht irgendwie unheimlich aus, einfach weil der Schatten und das Licht das so komisch wirken lässt. Bei Furnutane ist es dann aber auch irgendeine Kreatur. Und das ist es halt. Furnutane, sowohl der erste Manga als auch Furnutane Plus, spielt quasi mit diesen Ängsten, dass es irgendwas ist, nur wie gesagt, ist bei Furnutan dann halt auch wirklich irgendwas Übernatürliches ist. Das Monster-Design ist weiterhin sehr, sehr cool. Also das kann man sagen, Monster, diese ganzen Geister und übernatürlichen Gestalten, die vorkommen, wieder sehr cool designt, muss man sagen. Auch sonst zeichnen sie wieder top. Der Nakayama Masaki, der kann super zeichnen. Auch bei seinen anderen Werken kann man sich nicht beschweren. Trotzdem muss ich irgendwie sagen, gefiel mir der Vorgänger-Manga besser. Furnutane gefiel mir etwas besser. Und nein, das heißt nicht, Furnutane Plus ist nicht schlecht. Ganz und gar nicht. Und es heißt auch nicht, dass mir Furnutane Plus nicht gefiel. Überhaupt nicht. Furnutane Plus ist ein großartiger Manga. Nur, ich weiß irgendwie nicht. Es ist eine Sache, die kann ich selber gar nicht wirklich beschreiben, warum das so ist. Ich könnte es mir wirklich vorstellen, dass es halt wirklich an dem Format liegt. So ein Problem habe ich normalerweise nicht. Aber hier könnte ich mir das irgendwie vorstellen, weil die Geschichten hier sind eigentlich genauso gut wie auch im ersten, also im ersten Buch von Furnutane eine Manga. Aber irgendwie ist es, wirklich, ist es in diesem Fall wieder eine Sache, da kann ich gar nicht mal sagen.
Aber wie gesagt, nicht falsch verstehen, es ist nicht schlecht. Es ist ein super Manga, der mich super unterhält und der auch eine unglaublich hohe Wertung bekommen würde, nur halt nicht die gleiche Wertung wie der Vorgänger-Manga. Ich weiß gar nicht, wenn man jetzt so Punkt vergeben müsste. Ja, Furnutane, sagen wir mal jetzt eine 9,5, dann würde Furnutane Plus halt nur noch eine 9 bekommen. Also immer noch richtig, richtig gut. Aber irgendwie war der Vorgänger da. Ja, ich kann es einfach nicht beschreiben. Wie gesagt, an sich hat man hier wieder schöne Geschichten, die auf irgendwelchen urbanen Legenden basieren. So diese Ängste oder was so da ist und was halt nicht gesehen wird. Mit sowas spielt Furnutan und das ist wirklich sehr, sehr cool. Vor allem diese, manchmal gibt auch so, dieser Kapitel, die sind nur 3 Seiten lang ohne Text und die sind manchmal sogar die gruseligsten. Man kann natürlich sagen, ja, so eine kurze Geschichte, da kann doch überhaupt gar nichts aufkommen an Horror oder so. Oh doch, das kann sehr, sehr gut, sogar besser als bei einigen Horrormanga, die eine durchgehende Story haben, wo die 20, 30 Seiten haben. Ist Furnutane wirklich an einigen Stellen wirklich noch gruseliger bzw. unheimlicher und verschafft ein unwohliges Gefühl, wenn man es liest. Weil viele Situationen kennt man einfach. Viele Situationen hat man vielleicht wieder, dass man irgendwie was sieht und denkt, ja, das sieht einfach komisch aus. Auch wenn man eigentlich weiß, dass es wieder eine Straßenlaterne ist, ein Auto, was auch immer. Und wie gesagt, damit spielt der Manga wirklich sehr, sehr gut. Und das kann man auch wunderbar auf wenigen Seiten bringen, wie gesagt. Man ist mit dem Band natürlich dadurch auch sehr schnell durch, denn allgemein ist Furnutane jetzt nicht sonderlich textlastig. Aber auch das macht jetzt nichts, also ist es trotzdem wirklich ein Grusel gegeben. Wie gesagt, sogar ein bisschen besser als vielleicht so einige andere Manga das überhaupt können. Und das, würde ich sagen, liegt halt wirklich an der Kürze der Geschichten, weil hier wird auch nicht wirklich viel aufgeklärt. Klar, bei so ein paar Geschichten, die aufeinander aufbauen, da ist dann so ein bisschen mehr. Da haben wir auch so ein bisschen mehr, da wir von den Charakteren sehen. Weil in diesen zusammenhängenden Geschichten gibt es natürlich dann irgendeinen Charakter, der halt in diesen Geschichten halt auftaucht. Aber auch da ist es weiterhin so dieses... Es lässt sich einfach nicht erklären. Es lässt sich einfach nicht erklären, diese übernatürlichen Sachen, die vorgehen. Und natürlich, was auch immer noch dazu kommt, wie auch beim Vorgängermanga, gibt es ab und an immer mal eine Seite mit einem Foto, wo das Ganze stattgefunden hat. Also werden auch reale Orte benutzt und reale Schauplätze, eine alte Fabrik, ein verlassenes Haus oder in welchem Bezirk das spielt. Eine Geschichte spielt zum Beispiel in Nakano. Und das ist ganz verteilt und ja, Furnutane ist natürlich nichts für jeden. Wer mit diesen wirklich kurzen Horror-Short-Stories nichts anfangen kann oder lieber oder allgemein nichts mit Short-Stories im Allgemeinen oder mit Horror-Short-Stories, also auch mit ja, so Short-Stories-Collection, die, keine Ahnung, wo ein Kapitel 20 Seiten und wer mit sowas schon allgemein nichts anfangen kann, der wird auch mit Furnutane natürlich keinen Spaß haben. Alle anderen sollten aber natürlich einfach mal reinschauen. Wie gesagt, Furnutane und natürlich auch Furnutane Plus, um den geht es ja gerade, ist wirklich ein Top-Horror-Manga mit schöner, unheimlicher Atmosphäre. Es gibt keinen wirklichen Unterschied jetzt zum ersten Teil, außer dass Furnutane Plus später erschien. Es gibt sogar eine Fortsetzung von Furnutane Plus. Die läuft aktuell. Die schauen wir uns irgendwann anders nochmal an. Und dann würde ich mal sagen... Ja, bevor der Abschluss kommt, gibt es natürlich noch ein paar Bilder. Das habe ich irgendwie gerade völlig vergessen. So, hier natürlich die Bilder. Eine Farbseite gibt es übrigens auch. Immer am Anfang. Und ihr seht, das hier ist Kapitel 59 und wir sind bei Band 2. Und dann gibt es noch was aus Band 4.
Und stellen wir dann noch solche extra Kapitel, die mit B beginnen. Und ja, so viel zum Fuhr Notane Plus. Und dann würde ich jetzt aber wirklich sagen, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.